Lektion 69. Kindererziehung in einer pandemischen Situation mit internationaler Tragweite. Wir verdeutlichen euch am Beispiel von zwei Familien, wie man es richtig macht und wie man es nicht tun sollte. Bitte nicht lachen. Unter keinen Umständen. Ernsthaft, macht es nicht nach. Punkt 1. Dem Kind die Situation angemessen erklären. Du bleibst auf unbestimmte Zeit in meiner Reichweite. Wieso? Du willst dich nicht gegen deinen großen Bruder auflehnen. Wie man es richtig macht. Also, Methode, mein Boy. Sicherlich hast du schon gehört, dass eine schlimme Krankheit die Menschheit fest in ihren Griff hat. Aber jeder kann ein Held sein, indem er eine Maske trägt, Abstand hält, sich die Hände wäscht. Aber man sollte das Kind auch nicht überfordern. Punkt 2. Social Distancing. Wir sind Assassinen. Freunde, machen dich schwach. Ernsthaft? Wie zur Hölle soll ich mich übers Handy irgendwo anstecken? Und nun, wie man es besser macht. Bitte, mein Boy. Auch wenn es schwer ist, deine Klassenkamera erstmal nicht zu sehen, bleibt euch aber immer noch der digitale Weg. Und ein schöner Spaziergang wird die trüben Gedanken direkt wegpusten. Punkt 3. Hände waschen. Körperhygiene ist uns auch sehr wichtig. Wir bevorzugen Desinfektion mit Schwefelsäure. 100% Bakterien und virenfrei. Ah! Musste das sein? Oh, das brennt immer so in den Augen. Mach das auf keinen Fall nach. Bedeutet, mein Boy, wir waschen für mindestens 20 Sekunden unsere Hände und Seite nicht vergessen. Das ist der beste Weg, ein Vorbild zu sein und uns wieder in die Freiheit zu führen. Und zu guter Letzt, Punkt 4. Kinder zu Hause beschäftigen. Uns wird garantiert nicht langweilig, Kiri. Wenn ich so darüber nachdenke, muss ich ganz dringend mit Miki raus. Unser Wachhund hat einen ganzen Berg als Auslauf. Hier wird nur einer an die Kette gelegt. Ruft mal jemand den Jugendschutz? Nun, die fürsorgliche und legale Variante. Betonung, mein Boy. Auch der Innenraum bietet vielseitige Beschäftigungsmöglichkeiten. Körper und Geist müssen fit und akzeptbereit sein für den verantwortungsvollen Beruf des Helden nach der Pandemie. Plus Ultra, Plus Ultra, Plus Ultra! Das war's für heute. Folgt uns auf Social Media für weitere spannende Themen wie der Paarungstanz der Steine, Selbstliebe für Anfänger und wie oute ich mich als Hetero?